Plastische Chirurgie ist schwierig in einem Wort zu sagen. Ich versuche es trotzdem. Plastische Chirurgie beinhaltet mehrere Gebiete. 3 Stück an der Zahl, beziehungsweise 4 Stück, wenn man die Handchirurgie dazu nimmt. Das ist die Verbrennungschirurgie, das ist die Schönheitschirurgie und das ist die wiederherstellende oder rekonstruktive Chirurgie. Das heißt, wenn man sich verbrennt, wenn man Verbrennungswunden hat, geht man zu einem plastischen Chirurgen. Der hat sich darauf spezialisiert, die sogenannte Körperoberfläche und die darunterliegenden Weichteile perfekt zu behandeln nach neuestem Standard. Das ist also im Gegensatz zu Chirurgen, die sich auf andere Körpergebiete beschäftigen oder spezialisiert haben, ist das der Inhalt der plastischen Chirurgie, alles, was mit der Körperoberfläche zu tun hat, also mit der Haut, dem Hautanhangsgebilden, den Unterhautgewebe und den darunterliegenden Funktionen, diese wiederherzustellen und zu behandeln. Das können Verbrennungsopfer sein, wie erwähnt, das können aber auch Tumorpatienten sein, wo man zum Beispiel die Gewebe wegnehmen muss und dann wichtige Strukturen freilegen. Das ist dann die wiederherstellende Chirurgie. Oder halt auch die dritte Säule, die ästhetische Chirurgie, wenn es zu Alterungserscheinungen kommt. Oder auch einfach zu Dingen, die einen stören, ob das abstehende Ohren sind etc. Darauf ist dann der plastische Chirurg spezialisiert. Oder die plastische Chirurgie beschäftigt sich damit.